Hi Leute, heute möchte ich euch gerne nochmal eine Software für das iPhone vorstellen. Diese Reihe habe ich ja vor längerer Zeit schon mal gestartet und in den letzten Tagen habe ich öfters Nachrichten von euch bekommen. Und zwar mit der Frage, Christian, wie bekommst du es denn eigentlich hin, dass du Bilder bei Instagram hochlädst, die aber nicht in diesem klassischen, ja, 1 zu 1 Format sind, sondern zum Beispiel ein Hochformatbild sind, ja, und man das ganze Bild auch sieht. Und genau so eine App möchte ich euch jetzt vorstellen, mit der ich das umsetze. Das Ganze seht ihr hier schon, das nennt sich Square Ready. Und die starten wir jetzt einfach einmal. Und ihr seht, die ist so ein bisschen altbacken, will ich mal sagen. Also wirklich schön ist die App ja eigentlich nicht. Aber sie ist sehr funktional. Und man sieht hier schon mit diesen drei Zahlen beschrieben, was man nacheinander tun soll. Wir gehen also zuerst mal hier oben auf 1 und importieren ein Bild. Und dann nehme ich hier jetzt dieses Bild hier aus dem Shooting mit der Claudia. Und ihr seht, das Ganze ist jetzt im 1 zu 1 Format und ich kann das jetzt, indem ich den Finger drauf lege, auch einfach hier so verschieben und könnte jetzt hier den Bildausschnitt verändern. Ich möchte aber jetzt direkt das ganze Bild gerne formatfüllend abbilden. Und dazu befindet sich hier unten am unteren Rand des Bildschirms eine Werkzeug- oder Einstellungsleiste. Und dann nehme ich dieses mittlere Symbol mit diesen zwei Pfeilen, die nach rechts und links zeigen. Und wenn ich da einmal draufklicke, seht ihr, wird das ganze Bild dann eben formatfüllend einmal angezeigt. Das Ganze geht natürlich genauso auch dann mit einem Querformat. Jetzt ist der Hintergrund so blau eingefärbt, das gefällt mir persönlich jetzt noch nicht so. Und dazu gehe ich unten links auf diesen Farbreiter. Und ihr seht, dann bekomme ich hier eine Farbwählkarte. Ich stelle zunächst mal hier links einen Farbton ein, indem ich hier nach oben und unten scrolle und würde mir jetzt hier zum Beispiel ein Blau auswählen. Einfach mal hier das mit der 24 jetzt. Und jetzt haben wir eben diesen Hintergrund, aber ich möchte, dass das gesamte Bild, was ich hier anzeige, auch noch einen Einfluss auf den Hintergrund bekommt. Und dazu gibt es oben diese Knöpfe Hard, Normal und Soft. Und ich werde mal hier zum Beispiel auf Hard klicken und ihr seht, das Programm nimmt sich einfach das Bild und macht das ein bisschen mit einem gaußschen Weichzeichner. Und da gibt es auch verschiedene Stufen, die kann ich hier durchschalten. Ich kann auch bei Normal dann die Stufen hier durchschalten und kann mir hier einfach das Beste raussuchen, was ich haben möchte. In dem Fall gefällt mir jetzt Hard hier am besten und ich schau mal. Ja, so die mittlere Variante hier. Und jetzt kann ich mit diesen Farben, die ich unten einstelle, kann ich das Ganze auch einfärben. Ich kann auch einfach diesen Grauwert hier wählen. Dann ist es so ein bisschen, ja, eigentlich die Mitte und es hat keine Auswirkungen wie bei Photoshop eben 50%iges Grau. Das heißt, jetzt haben wir dieses verschwommene, das reine Bild. Aber ich kann es eben auch hier über die Farben ganz einfach ein bisschen einfärben, indem ich hier einfach so eine Farbe mal anklicke. Ja, und so gefällt mir das jetzt eigentlich schon ganz gut. Vielleicht etwas umfärben noch. Hier die 24 fand ich eigentlich ganz schön. So wirkt das sehr kühl. Jetzt klicken wir einfach auf das Bild drauf, kommen wieder zurück in diese Ansicht. Und mehr, ganz ehrlich, mache ich mit diesem Programm hier auch überhaupt nicht. Es ist einfach die Funktion, die ich hierfür gesucht habe und die kann ich hier ganz schnell umsetzen. Und im nächsten Schritt gehe ich jetzt hier oben auf den rechten Exportieren Button und habe hier ganz viele Möglichkeiten, wie ich das Ganze hier exportieren kann. Und ich würde jetzt hier einfach auf Album gehen, kann hier zum Beispiel jetzt eine Bildschirmgröße auswählen, aber ich kann auch Abbrechen klicken und kann es direkt hier an Instagram übersenden. Das mache ich jetzt einfach einmal, Open in Instagram und dann bekomme ich das Ganze hier angezeigt und kann es direkt dann eben auch hochladen. Ja, das soweit zu Square Ready. Ich habe schon ein paar Videos zum Thema Fotografie und Bildbearbeitung auf dem iPhone gemacht. Zwei davon habe ich euch jetzt noch hier in der Endcard eingeblendet. Das eine, das ist eine Software zur Bildbearbeitung, nennt sich Snapseed aus dem Hause Google. Und das andere, das ist eine Software zur Erstellung von Collagen mit dem Namen Moldiv. Also schaut da einfach auch mal rein. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf meinem Kanal, dann solltet ihr unbedingt abonnieren und schaut auch mal bei Facebook vorbei. Auch da gibt es immer viele interessante Themen rund um die Fotografie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.